So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und. Nicht immer und am Anfang, Alter. Aber ja, was soll's. Ja, heute habe ich ein Thema vorbereitet und zwar Black Ops 3. Was ich mir in dem Game wünsche, was ich hoffe, was nicht reinkommt und so weiter und so fort. Und ja, erstmal zum Hintergrund. Im Hintergrund seht ihr heute mal Black Ops 1. Gab es bis jetzt auch nur bei mir auf meinem Kanal einmal, glaube ich. Ja, einmal. Und ja. Das Game kann man eigentlich kaum noch zocken. Es sind dauerhaft Hacker. Und irgendwie. Ja, egal. Auf jeden Fall war es auf Nuketown natürlich das Gameplay. Nichts Aufregendes oder sonst was. War glaube ich 44-13 oder so zum Schluss dann. Aber ja, was soll man machen hier? Also, kommen wir gleich mal zu Black Ops 3, das ja wahrscheinlich diesen Herbst oder wann auch immer rauskommt. Wahrscheinlich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon offiziell ist, aber ist eigentlich, für mich ist offiziell. Und zwar, was ich hoffe, was in dem Game noch auf jeden Fall wieder sein soll, ist natürlich, wer hat erwartet, der Orbitalsatellit ist natürlich klar. Wenn der nicht dabei ist, dann ist scheiße. Dann ist wirklich scheiße. Weil, ja, Orbi muss wieder dabei sein auf jeden Fall, finde ich. So wie natürlich, finde ich, sollten sie reinbringen wieder so eine geile Abschussserie wie Schwarm oder keine Ahnung, Hunde kann man auch wieder reinhauen. War ja bei Black Ops 1 bis jetzt so, bei Black Ops 2 vielleicht. Warum soll es dann nicht bei Black Ops 3 auch dabei sein? Also, wieso keine Hunde und Schwarm auch wieder mit rein? Also, das hat gebockt immer. Schwarm haut immer übelst rein. So eine Abschussserie gibt es in AW leider nicht, wo es so reinhaut, finde ich. Aber ja. Dann Waffen Standard, vielleicht wieder SKH oder AN94, wenn die wieder reinkommt, das wäre auch was. Aber ich glaube nicht, dass wieder AN94 reinkommt, sondern eine andere OP-Waffe. Dann passt es. MP7 wird, denke ich, wieder mit reinkommen. Auf jeden Fall. Dann, das wäre schon ganz chillig. Von Drohne und so brauchen wir gar nicht reden. Das ist ja eigentlich klar, dass das wieder reinkommt. Also, dann vom ganzen Feeling finde ich auf jeden Fall, soll es eher so sein, zu Black Ops 2 tendierend, also nicht wie in AW oder Black Ops 1. Ja, egal, komme ich danach noch drauf, zu Black Ops 1. Auf jeden Fall in Black Ops, in AW soll es, so wie in AW soll es, finde ich, nicht nochmal sein, eher nochmal das eher standardmäßige COD einfach. Auf dem Boden, wo übelst abgehen kannst, so hardcore rasieren einfach nur. Das wäre richtig geil. Und das Feeling von der Waffe und allem, finde ich, sollte auf jeden Fall mehr zu Black Ops 2 tendieren. Nicht so wie bei Black Ops 1, finde ich. Da ist eher noch so, keine Ahnung. Auch die Farben in Black Ops 1 mag ich jetzt nicht so persönlich. Lieber so Black Ops 2 mäßig. Ist mehr farbige Maps und alles und nicht so grell. Das finde ich an Black Ops 2 auf jeden Fall viel geiler als wie in Black Ops 1. Und natürlich sollen die Maps richtig geil sein wieder. Das denke ich, werden sie aber hinbekommen. Und was wollte ich noch gerade ansprechen? Ja, die Maps auf jeden Fall. Und es soll wieder sowas wie Nuklear oder DNA-Bomb, Moab, irgend sowas in der Richtung. Also ich finde, wie sie es in AW gemacht haben, das Zwischending so, oder eigentlich beides rein, finde ich richtig geil. Man kann auf Nuklear spielen, aber halt mit, da zählen die Punkte, Serienkills auch mit dazu. Oder dann auf DNA, nur Gunstreak. Das finde ich bockt richtig. Da kann man sich für eins dann entscheiden und das auf jeden Fall soll was reinkommen, wo man dann
nach einer 30er Gunstreak oder so wieder Kills macht. Das fand ich an Black Ops 2 nicht so geil, weil ich will natürlich irgendwie, finde ich jetzt persönlich, wenn ich eine 30er Gunstreak habe, will ich nicht nur eine Medaille, sondern dann will ich auch in dem Game noch richtig schön so wie so eine DNA-Bomb raushauen, wo sie dann alle gleichzeitig zerfetsch einfach nur noch. Das bockt richtig dann das Gefühl, wenn man DNA raushaut. Oder Moab oder sonst was. Das finde ich richtig geil. Das wäre geil auf jeden Fall, finde ich. Ja. Sonst soll es ja eigentlich Black Ops 2 nur ein besser, die schlechten Sachen raus. Die geilen Sachen noch ein paar hinzufügen. Und ja, dann passt es. Ich werde es mir auf jeden Fall vorbestellen, wenn es sobald es vorbestellbar ist. Es wird, glaube ich, auch das letzte Game sein, wo ich mir kaufen werde. Auf der PlayStation 3 hier. Und ja. Das war's dann. Soll es dann gewesen sein zu dem Thema. Wenn euch noch Vorschläge einfallen, was auf jeden Fall nicht rein soll. Ah ja, genau. Mir fällt noch was ein. Zum Beispiel S-Minen, Schockladung. Keine Ahnung, was noch. So eine Scheiße, EMP-Granaten, so eine Scheiße soll auf jeden Fall raus. Sowas braucht kein Mensch. Nur die Camper und die sollen sich eh verpissen von solchen Shootern. Also Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr gerne in Black Ops 3 drin haben wollen würdet. Und was auf jeden Fall nicht drin sein soll. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.